Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben bei der Klassenquest für die Schurken. Ich hätte ja gesagt, dass ich jetzt die Schurkenquest mache. Muss gerade mal überlegen. Auto 15, Schurken 15. Hermetiker 14. Okay. Huch. Einmal kurz gucken. Ah ja. Die Schurkenquest 15 wollten wir machen. Und danach wollten wir Ablenkungsmanöver mit dem Hermetiker einmal machen. Wenn ich mich recht entsinne. Dann legen wir doch direkt einfach los. Sollen wir uns dann um diese elenden Sklavenhändler kümmern? Unser Kunde hat berichtet, dass die Todeskorre vor ein paar Glocken im Bierhafen ausgelaufen ist. Womöglich plündern sie auch tatsächlich das ein oder andere Schiff der Galeer. Aber das ist nur eine Fassade, die sie zur Täuschung des Soldaten des Admirals aufrechterhalten. Ich hätte bereits vermutet, dass der Rest der Mannschaft auf Landgang ist, um weitere Opfer für ihren Sklavenhandel aufzutreiben. Und wie zur Bestätigung meiner Theorie wurde einer dieser verdammten Schädelpiraten gesichtet, als er im unteren Lanuskier herumschlich. Es gibt einen netten Kerl namens Svarsind drüben bei den Morabi Trockendocks, der dir vermutlich mehr darüber erzählen kann. Er ist eigentlich ein Schiffsbauer, aber er hält die Augen für unsere Gilde offen. Schau mal bei ihm vorbei und unterhalte dich mit ihm. Ich werde später zu euch stoßen. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die 10er-Quest gemacht. Und heute kümmern wir uns um die 15er-Quest. Einfach weil wir dann halt da auch mit dem Char jetzt hier bereit sind für die ersten Inis, wenn sie denn dann irgendwann kommen. Zurzeit ist es ja noch recht überschaubar hier alles. Ja, das hatten wir ja alles. Stimmt, beim letzten Mal haben wir auch die Gildengeheiße gemacht. Stimmt, wir könnten tatsächlich die erste Daily heute machen. Unter anderem. Und zwar mit dem Marodeur einmal. Es gibt dann nämlich einen Bonus darauf, dass wir als Marodeur reingehen, also als Tank. Du musst jetzt gerade gibt es noch einen rohen Bonus. Wir schauen einfach mal. So. Morabi Trockendocks. Dann einmal dahin. Also das geht ja gerade nicht. So, jetzt geht es aber. Ach ja. Wir müssen, oder ich möchte jetzt in diesem Monat übrigens versuchen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen sehr, sehr viel FF14 aufnehmen. Ich will versuchen, dass wir schnell auf Level 50 kommen mit einem unserer Klassen. Dass wir uns das Ding hier holen können. Aus Teil 15. Da will ich mich jetzt wirklich hintersetzen. Ich weiß, wir haben einen ellenlangen Weg vor uns. Wenn wir das durchpauken würden, würden wir es ganz gut schaffen. Ich möchte deswegen jeden Tag jetzt so ein bisschen aufnehmen. Nein, möchte ich nicht verlassen. Oh Gott. Ey, komm her. Das Gute ist halt, dass wir durch diese. Huch, warte mal. Wie geht das hin? So. War jetzt keine Glanzleistung von mir als Tank, aber ja. Ist aber trotzdem ganz okay, hoffe ich. Ich bin als
Tank noch wirklich sehr unerfahren. Zumindest als Marodeur. Aber wir sind ja nicht gestorben, von daher ist das. Ist das Wumpe. Okay, wertvollster Spieler einmal. Geil. Ach, was wir vergessen haben, warte mal. Nee. Welche Taste ist das nochmal hier? Ich muss gerade mal gucken. Nee, die sind es nicht. So, da habe ich gerade die Aufnahme beendet. Diese Taste ist es. Okay. Ich weiß jetzt wieder, welche Tasten das sind. Okay. Ich habe eben einmal ganz kurz aus Versehen die Aufnahme beendet. So, wir sind Stufe 16. Auch nett. Dann haben wir die Daily nämlich schon. Hey, ich weiß, wer du bist. Was kann der alte Swordsinn für dich tun? Ja, das und das und das auch noch. Die Jagd ein Sklavenhändler von der Schädelbanne. Aha, nun, das erklärt so einiges. Ich habe immer ein Auge auf das Treiben an den Trockendocks, musst du wissen. Und in der Ferne habe ich ein seltsames Trio erblickt. Dieser Grobian, einer der Piraten, nehme ich an, schubste einen anderen Kerl und dieses arme, dürre Mädchen vor sich her. Ich habe schon geprügelte Köter gesehen, die weniger erbärmlich als diese beiden aussahen. Zuletzt waren sie auf dem Weg nach Süden. Wenn an deinem Bericht über ihren Sklavenhandel etwas dran ist, dann führt dieser Schädelpirat sie nicht den ganzen Weg bis zum Markt. Nein, vermutlich wartet irgendwo ein Schiff auf sie. Und wenn ich ein Sklavenhändler auf dem Weg nach Süden wäre, würde ich mein Schiff irgendwo am Zeltstrand verstecken. Somit bleibt dir nicht viel Zeit. Du meintest, Jack ist auf dem Weg, oder? Du gehst dein Bestes schon mal vor. Und ich schicke ihn dir dann hinterher, sobald er hier eintrifft. Das ist ein guter Plan. Also das Ganze wird später schneller gehen, sobald wir reiten können. Fliegen geht leider erst auf 50. Durch die Hauptquest kommen wir ja relativ schnell auf 50. Und ja, wie gesagt, ich möchte ja erstmal nur alle Klassen auf 15 kriegen. Wenn ich alle Klassen auf 15 habe, dann können wir uns erstmal auf Hauptstory konzentrieren und dann halt auf die Klassen, die wir hauptsächlich machen. Damit wir ganz schnell innerhalb eines Monats auf 50 kommen. Wie gesagt, das wird für mich sehr viel Zeit jetzt hier alles in Anspruch nehmen. Deswegen versuche ich heute so viel wie möglich aufzunehmen. Donnerstag ebenfalls. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche ist Frisches, also mein Verlobter, im Außendienst, also auf Reisen für, ich glaube, 4 Tage. Das heißt, ich habe in diesen 4 Tagen mega viel Zeit zum Aufnehmen, die ich auch nutzen werde. Also nicht nur hierfür, sondern halt auch für die anderen Projekte. Und ja, ich glaube, während er im Außendienst ist, werde ich einen einzigen Stream machen. Die restliche Zeit werde ich, glaube ich, zum Aufnehmen nutzen. Weil ich würde gerne dieses Gefährt haben für unseren Char hier. Das wäre genial. Das wäre echt einfach genial. Den alten Swarzind ist Verlass, wie? Nun, wie ist die Lage? Ein richtig sympathischer Typ. Bewegt euch, habe ich gesagt. Meine Oma ist mit ihrem Holzbein schneller als ihr erbärmlichen Säcke. Oder braucht ihr etwa noch einen Trachtprügel? Habt ihr bereits vergessen, was passiert, wenn mir der Geduldsfaden reißt? Es tut mir leid. Bitte keine Prügel mehr. Wir sind gelaufen, so schnell wir konnten. Aber wir brauchen Essen und Wasser. Dann ab aufs Boot und die Klappe halten. Ihr kriegt was zu essen, wenn wir die andere Seite erreicht haben. Die andere Seite? Wohin bringt ihr uns? Willst du mich herausfordern oder bist du einfach nur dumm? Ich hab doch gesagt, Klappe halten. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Bei Leviathan, jetzt jammert ihr schon wieder. Hör zu, wir brechen nach Bierhafen auf, ja? Dort treffe ich mich mit meinem Kollegen, um eine Bestandsaufnahme zu machen und zu entscheiden, welche Ware wohin verkauft wird. Manche Käufer wollen nur Typen, andere sind auf der Suche nach Mädels. Solange diese reichen Bastarde glücklich sind, verdienen wir mehr Geld, als wir jemals durch das Plündern der Schiffe des Kaiserreiches machen könnten. Denk dran, Mädel, sobald die Todeskogge zum Beladen im Hafen eingelaufen ist,
wirst du ein fernes Land Vajek verschifft. Du wirst deine Heimat nie wiedersehen. Also, wenn ich du wäre, würde ich meinen leeren Magen nochmal mit einer letzten großen Portion der süßen Meeresbrise von Ladoskea erfüllen. Ich bin versucht, ihm auf der Stelle ein Messer zwischen die Augen zu rammen. So kriegen wir den Job nicht erledigt. Wir werden warten, bis er zu seinen Jungs im Bierhafen führt. Dann mischen wir den ganzen verdammten Haufen auf. Die Schädelpiraten kriegen ihre Abreibung, keine Sorge. Sie sind fort. Wir machen uns lieber nach Bierhafen auf. Solange du keinen schnelleren Weg weißt, sollten wir die Fähre am Kerzenwachtkai nehmen. Wir treffen uns auf der anderen Seite, Mädel. Okay. Da können wir uns Gott sei Dank bereits hin teleportieren. Es ist Gott sei Dank kein großer Aufwand. Es wird auf jeden Fall lustig, wenn wir dann hier versuchen. Huch, ich glaube, ich gehe falsch. Nee, ich gehe richtig. Wenn wir hier versuchen, alle Nebenquests zu machen. Och, das wird so viel Arbeit in Anspruch nehmen. Na gut, wir müssen nur 50 erreichen. Wir müssen nicht unbedingt die Hauptstory durchhaben. Wir müssen nur 50 erreichen. Hallo, Jack. Ash, diese Schädelpiraten hat noch immer die Gefangenen bei sich. Anscheinend haben sie unter einem Decknamen ein Zimmer gemietet. Sie geben nicht einmal Mühe, ihre Untaten zu verbergen. Ganz schön mutig, aber das ist ein alter Trick von Sklavenhändlern. Falls jemand die Ware als solche erkennt, wird nur ein einziger Händler geschnappt. Der Rest der Mannschaft macht sie aus dem Staub, während sie ihren Kollegen am Schlafittchen haben. Du kannst dir sicher sein, dass sie ihre Gefangenen mit dem Tod gedroht haben. Weil sie auch nur einen Mucks von sich geben. Hab Geduld, Mädel. Wir werden einfach warten, bis das ganze Gesinde hier versammelt ist. In der Zwischenzeit spitzt du am besten deine Dolche. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Na, warte mal. Bist du bereit für den Job? Sobald alle Mitglieder der Schädelbande hier versammelt sind, befreien wir den ganzen Haufen und befreien die Gefangenen. Okay. Let's go. Wie gesagt, im Let's Play wurde ich ja schon, im Stream wurde ich ja schon gefragt, warum ich nicht im Stream nicht alles vorlese. Ja, ich weiß warum. So, wir haben lang genug gewartet. Hoffentlich gibt es keine Nachzügler mehr. Na gut, Zumittel. Die Händler sind ehrbare Kaufleute getarnt und haben sich in 3 verschiedene Zimmer im Bierhafen einquartiert. Woran wir erkennen, wer von den Leuten zu den Händlern gehört? Ganz einfach. Wirf einfach einen Blick auf ihre Hände. Die Händler tragen Lavendelhandschuhe, genau die gleichen, die dieser widerliche Kerl am Seestrand anhatte. So finden sie sich auch in belebten Städten wieder. So habe ich auch herausgefunden, wo die Bastarde abgestiegen sind. Wenn man dann noch die hoffnungslosen Gesichtsausdruck ihrer Begleitung in Betracht zieht, kann man sich sicher sein, das passende Ziel gefunden zu haben. Also, der Job lautet wie folgt. Läuft wie folgendermaßen ab. Wir dringen in alle Zimmer ein, erledigen die Händler so schnell wie möglich und geben den Gefangenen ihr Leben zurück. Alles klar? Hey, die Tür zum Lagerraum wurde aufgebrochen. Irgendein Dieb hat sich in dem Bier, an dem Bier zu schaffen gemacht. Nun, sie könnten nicht weit gekommen sein. Ich trommle derzeit die Jungs zusammen und schaue mich mal hier am Hafen um. Hat dieser Händler sich ein gestohlenes Bier gütlich getan? Man sollte meinen, sie würden versuchen, keine Aufmerksamkeit zu ziehen. Verdammte Volltrottel. Und jetzt wimmelt es hier bald nur so von Gelbjacken. Wenn sie uns erwischen, wie wir hier herumschleichen, kriegen wir es vermutlich mit ihren Exen zu tun. Noch bevor sie groß Fragen stellen. Daher sollten wir die Patrouille auf jeden Fall vermeiden. Wir schleichen uns möglichst unbemerkt in jedes der Zimmer und halten nach diesen Lavendelhandschuhen Ausschau. Da drin sind auch unschuldige Typen. Die sollten wir, wenn möglich, verschonen. In Ordnung? Ich denke, wir sollten lieber einen nach dem anderen aufbrechen, um die Gelbjacken aus dem Weg zu gehen. Du gehst vor, Ash. Okay.
Gut, dann schleichen wir uns hier einfach mal lang. Hier ist einer. So, dann interagieren. Vielen Dank. Ja, hier ist sonst keiner mehr. Dann aber verstecken. Und weiter geht's. Da hinten ist einer. Früher hieß es die mit dem roten Halsband, jetzt sind es die mit den rosa Handschuhen. Ich weiß, es sind zwei ganz verschiedene Sachen, aber irgendwie war es trotzdem funny. Also, wir stecken. Und wir marschieren hier schön nach oben. Wupp. Wuppdi-du, wuppdi-da. Kommen wir nicht raus. Hier. Hier wäre drin. Tatsache. Hier ist jemand drin. Also für uns würde es dann halt auch ganz wichtig, zumindest mit einer Klasse relativ hoch zu kommen. Und wir werden viel Zeit im Gold Saucer verbringen müssen. Später. Es könnte aber sowieso eng werden. Ich glaube, wir müssten dafür sogar Heavensward durchkriegen, bis wir da so ein komisches das kriegen, was ich haben möchte. Oder wir haben einfach sehr viel Glück. Ja. Noch mehr von denen. Also es wird wahrscheinlich sehr eng. So, das hier wird wohl der Big Boss sein. Okay. Spielen halt beendet. Keine schlechte Arbeit, oder Ash? Der Maelstrom wird sich um die armen Leute, die wir befreit haben, kümmern. Und ich habe sichergestellt, dass keiner der Piraten, die wir erledigt haben, wieder auf die Beine kommt. Was die Todeskorke angeht. Nun, die Soldaten des Admirals werden ihrer Mannschaft einen kleinen Besuch abstatten. Das ist nicht zum Tee trinken und plaudern. So sieht's aus, mein Mädel. Unser Job ist erledigt. Zeit zur Gilde zurückzukehren.
Entschuldigung, seid ihr diejenigen, die uns befreit haben? Ja, das sind wir. Gibt es etwas, bei dem wir euch helfen können, Fräulein? Die Männer vom Marschstrom werden euch nach Hause bringen, falls ihr euch darum sorgt. Oh nein, das weiß ich. Ich wollte mich nur bedanken. Und es gibt da noch eine Sache, die ich euch erzählen muss. Kurz vor meiner Rettung hat dieser elende Pirat etwas von sich hingemurmelt. Irgendwas über eine Gruppe von Händlern, die noch nicht zurückgekehrt ist. Wie bitte? Anscheinend sind sie im westlichen Lenoskea auf der Suche nach Sklaven. Und da das sehr nahe bei Bierhafen ist, vermutet unser Entführer, dass sie noch bis zur letzten Glocke Vieh zusammentreiben. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass jemand anderes so leiden muss, wie ich das getan habe. Bitte, könnt ihr denn nichts dagegen unternehmen? Das werden wir sogar mit Sicherheit tun, meine Dame. Kümmert euch einfach darum, sicher wieder nach Hause zu gelangen und überlasst diese Halunken uns. Ich werde für euren Erfolg beten. Habt vielen Dank. Ja, so viel zum Feierabendbierchen. Ich werde Leichtfuß und Wilkebe über die jüngsten Entwicklungen unterrichten. Diese Nachtzügler der Schädelbande können sich ordentlich auf was gefasst machen. Übrigens, wie geht's deinem Wurfarm, Ash? Ich denke, es ist an der Zeit, dass du lernst, wie man die Klinge wirft. Wenn du draußen in der Wildnis bist, kommt es häufiger vor, dass du einen Gegner aus der Distanz treffen musst. Um ein gerisstes Mädel wie du findet bestimmt allerlei Verwendung für ein Wurfmesser. Behalte es also im Hinterkopf, wenn wir die restlichen Sklavenhändler jagen. Okay. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Fernangriff. Distanzangriff quasi. Tada! Wurfmesser! Ja, sehr schön. Oh, und es gibt direkt einen 15er-Auftrag dazu. Zwei 15er-Aufträge in einem. Ausrauben. Okay. Ja gut, machen wir das so direkt mit, ne? Die letzten paar Bastarde der Schädelbande müssen irgendwo im westlichen Lenoskea ihr Lager aufgeschlagen haben. Nun, wenn ich ein verdammter Sklavenhändler wäre, wo würde ich mich wohl verstecken? Im Westen gibt es nichts außer den Sahagin. Selbst diese Dummköpfe von Piraten würden sich nicht in das Zenturium eines wilden Stammes wagen. Sie werden es nicht riskieren, eine Patrouille in der Nähe von Bierhafen in die Arme zu laufen. Bleibt also nur der Osten. Das Dodonis-Gebiet? Ja, vermutlich treiben sie sich irgendwo dort zwischen den Dodos rum. Wir sollten versuchen, dort eine Spur von ihnen zu finden. Geh schon mal vor und sieh dich dort um, während ich den Schwestern und dem Maelstrom Bescheid gebe. Okay. Gut, wenn wir hier schon gerade mal sind, kann ich hier einmal ganz kurz die Freibriefe freischalten? Wäre ja schon mal was. Offenes im Bierhafen auf der Suche. Ja, okay. Bist du auf der Suche nach Arbeit? Dann könnte ich dir vielleicht weiterhelfen. Gestatten, mein Name ist Orwin. Ich arbeite für die Abenteurergilde. Meine Aufgabe ist es, Aufträge in und um Bierhafen an Abenteurer zu vergeben. Aber die Aufträge sind mitunter sehr gefährlich. Erst letzte Woche wurde ein Neuling von einem Kurl in Stücke gerissen. Kein schöner Anblick, das sage ich dir. Deswegen bestehe ich darauf, dass alle Interessenten zuerst ihr Können unter Beweis stellen. Erledige zuerst einen Probeauftrag für mich, dann sehen wir weiter. Okay. Annehmen. Vielen Dank. Den machen wir dann bei Zeiten. Aber nur damit wir den erstmal haben. Okay, da ist dann halt auch direkt das Ding. Naja. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Erstmal haben wir hier ja ein bisschen was zu tun noch. So, da müssen wir hoch. Immer schön zu den Doros. Ja? Ah ne, noch ein höher.
wobei die uns wahrscheinlich trotzdem angegriffen hätten. Okay. Und die nächste Einzel-Ini. Vielen Dank für unsere Befreiung. Wir waren hier gefangen, seit diese furchtbaren Piraten uns einfach aus unseren Häusern heraus entführt hatten. Das sind ein paar interessante aussehende Dodos, die du da hast, Ash. Aber noch keine Spur von den Schädelpiraten, wie? Der Anführer erwähnte, nach Bierhafen aufbrechen zu wollen. Er sagte, es gebe kein Signal, was vermuten ließe, dass etwas nicht stimmt. Sie haben uns einfach hier gefesselt zurückgelassen, wie Vieh für den Markt. Einer von ihnen meinte noch, sie sollten die Ware lieber in gutem Zustand lassen, falls etwas schief geht. Lasst uns von ihr fliehen, ehe sie zurückkehren. Und wer seid ihr, dass ihr einfach hier hereinspaziert und unsere hart erarbeitete Beute freilasst, hm? Das ist unglaublich. Die halbe Mannschaft ist in den Bierhafen abgestiegen und nicht einer von ihnen hat die Nacht überlebt. Angeblich wurden sie von ein paar Typen erledigt, die eine Vorliebe für kurze Klingen haben. Ich meine, ich nehme an, das wart ihr beiden. Anscheinend habt ihr etwas gegen unser Geschäft einzuwenden. Ja, ich kann nicht behaupten, viel für Sklavenhändler übrig zu haben. Außer ein paar schicke Messer natürlich. Oh, und an deiner Stelle würde ich nicht auf die Rückkehr deines Schiffes warten. Die Schädelbande ist erledigt. Da könntest du recht haben, Junge. Aber du hast ja keine Ahnung, wie viel Gil uns drei gesunde Sklaven wie diese hier einbringen, damit ich im Nu ein neues Schiff und eine neue Mannschaft. Damit habe ich im Nu eine neue Mannschaft, okay. Habt ihr das gehört? Jeder von euch ist ein verdammtes Vermögen wert und mir habt ihr es zu verdanken, dass ihr nun euren wahren Wert kennt. Ignoriert diesen Schwätzer einfach. Geht lieber mal ein Stück zurück. Ich werde diesen Typen beibringen, was es heißt, den Kodex zu brechen, und die Diskussion könnte ein wenig ausarten. War dir nicht klar, dass wir dich zur Rechenschaft ziehen würden? Du kannst auch noch so sehr versuchen, die Schreie deiner Opfer in der Nacht zu ersticken. Aber die Schatten hören alles. Und wie sie das tun. So, wir kümmern uns als erstes um sie hier. Wie sie Druiden. Der Wicht des Wurfs. Wilde Hennen. Die Katzen jagen sich oben wieder. Auch wieder sehr nett. Irgendjemand hat sich geheilt. Oh Gott. Ich muss mich immer um die wilden Hennen kümmern. Oh Gott. Ah, oh, Perimo und Wikebe sind da.
Das ist gut. Geschafft. Aus die Maus. Es hat sich ausgemacht, genau. Es hat sich ausgeübeltätert. Ja. Genau. Vielen Dank. Ich mag gar nicht dran denken, welch schreckliches Schicksal uns geblüht hätte, wenn ihr uns nicht befreit hättet. Ich wusste, dass jemand kommen würde. Genau wie die Helden in den Geschichten. Die kommen immer genau zur rechten Zeit und triumphieren über die Bösewichte. Glaubst du, ich könnte auch ein Held sein wie du? Ich bin mir sicher, ich könnte auch mutig und stark sein. Ganz bestimmt. Du willst nicht so sein wie ich, Junge. Hör mal, ich und die Jungs und Mädels hier, wir sind diejenigen, vor denen die Halunken sich fürchten. Und zwar, weil wir die Regeln in unserer Welt aufrechterhalten. Uns ist es egal, ob du dich vor deinen Aufgaben drückst oder in Schlägereien verwickelt bist. Aber wenn du jemals den Kodex brichst oder deinen Freunden betrügst, dann werden wir hinter dir her sein. Egal wie weit du läufst und wie gut du dich versteckst. Leb dein Leben wie der Held, der du sein möchtest. Und du wirst dir darum niemals Sorgen machen müssen. Ja, bitte. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich nehme an, ihr seid die Bürger, die von der Schädelbahn entführt wurden. Ich bin Kapitänleutnant Milala von den Gelbjacken. Das Marschstromkommando hat mich damit beauftragt, für eure Sicherheit zu sorgen. Ist schon in Ordnung, Junge. Diese Typen werden sich um dich kümmern. Nun geh schon. Gibt es sonst noch etwas, Kapitänleutnant? Einen neuen Job vielleicht? Ein Job? Von mir? Für euch? Mach dich nicht lächerlich! Ich würde eher eine Kanalratte anheuern, um meine Speisekammer zu bewachen. War es während einer eurer Jobs, als ihr Bierhafen in ein Schlachthaus verwandelt habt? In welch dunklen Zeiten leben wir hier eigentlich, dass wir Meuchelmörder anheuern müssen, um für Recht und Ordnung zu sorgen? Es ist diese fortlaufende Liebelei mit Unterweltabschaum wie euch, die Limsalumünse daran hindern, und was machen die da oben, sich völlig von der Pest der Piraterie zu befreien. Okay, das sind die Katzen. Oh Gott. Schaut euch allein mal die Waffen an, die ihr tragt. Eine zivilisierte Person würde damit Fleisch zubereiten oder Früchte schälen und sie auf den Tisch lassen, wo sie hingehören. Könnt ihr euch die Dinger zwischen die Zähne, während ihr euch über die Reling schwingt, so wie die Piraten, die ihr jagt? In unserer schönen Stadt gibt es keinen Platz für jene, die die unzivilisierte Gewohnheiten der Vergangenheit nicht ablegen wollen. Nein, die einzigen Helden der Gerechtigkeit dieser Stadt braucht, sind die tapferen und erhabenen Soldaten der Gelbjacken. Gott, die ist irre. Jack, was bei den verfluchten Höllen will dieses Mädel von uns? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, meine Liebe. Einfach immer lächeln und nicken. Ich bin nicht hier, um herablassend behandelt zu werden. Ich bin gekommen, um die Piraterie in all ihren Formen ein Ende zu bereiten. Betrachtet meinen Besuch als einen Fädenhandschuh, den ich vor die Füße der Schurkengilde werfe. Hört mir kurz zu. Kurz vor Sonnenaufgang wurde ein Schiff mit Vorräten des Marschstroms von Piraten geentert und geplündert. Ein Großteil der Ladung wurde gestohlen, was schon ärgerlich genug ist. Aber es ist der Diebstahl von drei bestimmten Gegenständen, einzigartigen Schätzen von unschätzbarem Wert, der meine Kollegen bekümmert. Die Räuber konnten unbeschadet entkommen und sind mit ihrer wertvollen Beute im Nebel des Morgengrauens verschwunden. Eine tolle Geschichte. Aber was haben wir mit der Sache zu tun?
Ich fordere euch heraus. Ein Wettbewerb, um die gestohlenen Schätze wiederzuerlangen. Nein, scheiße, ich habe einen übersprungen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich war zu schnell. Ich dachte, ich hätte dich richtig geklickt. Na egal. Wie auch immer, ich kann dein Gelaber nicht länger tragen. Ich habe Besseres zu tun. Ach, hast du das? Dieser Vorfall ist ein Diebstahl an dem Stadtstaat Limsalominsa. Verletzt das etwa nicht deinen geliebten Kodex? Wenn ich nicht völlig daneben liege, hast du gar keine andere Wahl, als dich der Sache anzunehmen. Es sei denn natürlich, du willst in dein kümmerliches Loch zurückkriechen und den fundamentalen Prinzipien deiner Pflicht den Rücken kehren. Schon gut, du zänkisches Weib. Du hast deinen Standpunkt deutlich gemacht. Das wirst du noch bereuen, das verspreche ich dir. Deine armselige Versprechungen sind in meinen Augen wertlos. Ich werde nicht ruhen, ehe Limsalominsa von allen Freibeutern, Halunken und anderen lichtscheuen Gesinde befreit ist. Nett. Was nun, Jack? Fürs Erste kehren wir mal in die Gilde zurück. Na gut. Dann kehren wir in die Gilde zurück.